Und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command One Europe. Mehr Spieler mit den Alliierten. Und ich wollte gerade sagen, schauen, wie es bei den Ost und West weitergeht, aber wir haben ja auch noch Afrika fast vergessen. Ja, die wollen diese Artillerie aber loswerden. Kriegen sie auch. Und den Leute hier vorne brauchen wir die Infanteriewaffen. Ja gut, die können natürlich auch daran springen. Haben sie auch Minsk? Aha, da ist eine Armee im Westen. Ich hab's gesehen. Jedes bisschen, was hier wegkommt, entlastet ja auch die Gegend noch. Gut, die Briten haben natürlich ein bisschen das Problem, dass man eher wenig gerade in Schiffe investieren kann. Ah, da. Sie die Einheiten auch langsam ab. Die kommen unerfreulich schnell voran. Also es ist natürlich immer so, dass sie dass mit 1941 unerfreulich schnell sind. Ah, das ist alles verloren. Ah ja, das Ölfeld da hinten. Und die Garnison. Schauen wir uns erstmal die Lage im Osten an. Wahrscheinlich geht es erstmal weiter nur um das irgendwie zu stopfen. Also das er selbst mag ich nicht aufgeben. Aber den können wir sonst auch noch einen Ort nach hinten ziehen. Ist dann wenigstens ein Ort hier geschützt. Gut, und der ist natürlich verloren. In dem Fall würde ich noch schauen, ob wir ein 2:1 kriegen. Nein, es wird ein 3:0. Das war jetzt nicht so wie geplant. Dann können wir hier angreifen. Es läuft bisher nicht wie geplant. Ich lasse ihn mal stehen. Wir müssen nachher noch schauen, wo jetzt die neuen Garnisonen reinkommen und alles. Ja, du bist hier noch ohne Versorgung. 2:1 für dich. Ich meine, warum nicht? Lagern ihn gerade eh tot. Ach, das ist jetzt mal besser gelaufen. Ihr bewacht diese Orte. Hier muss auch ganz dringend irgendjemand hin. Muss ein bisschen verstärkt werden. Das U-Boot muss dann natürlich raus aus dem Hafen. Da steht natürlich auch direkt der Zerstörer, das U-Boot angemessen zu empfangen. Finn haben ihre Armee weggeschickt, vielleicht zur Verstärkung. Die hat ja schon einiges abbekommen. Brauchen wir halt mal Truppen, die auch die südlichen Befestigungen. Also alles in allem, wann kommen die sowjetischen Korps? 29. August, 3 Tage, das ist ein Korps, danach im September war auch nicht so viel. Ne? Gut, also welcher Ort braucht eine Garnison? Kannst du erstmal hier rein. Sonst können wir im Zweifel auch diesen mittleren Ort aufgeben.
ich es nicht wirklich gerne mache. Noch eine Garnison dazu. Oben, also da drin wäre auch noch jemand ganz nett. Ah, und dann sind auch noch zwei übrig. Also Dnipropetrovsk. Okay, der da neben dem Panzer würde wahrscheinlich sofort eh drauf gehen. Sonst hier in den anderen großen Ort. Und du ziehst dich hier mal hinter den Fluss zurück. Versuchst dich da noch einen Moment aufzuhalten, der Rest. Bleibt einfach mal da, du wirst noch verstärkt. Was sich lohnt, die abzuschneiden? Ich weiß nicht. Oh, Verschanzung von 4, das sollte man auch nicht verachten. Ah, den Waffen hier werden sie vielleicht demnächst nehmen, du fährst mal weg. Ja, und ansonsten fehlt es den Sowjets so akut an Einheiten. Denn Sevastopol, den würde ich trotzdem noch gerne da lassen, auch wenn es vielleicht nicht sein muss. So, also die nächsten Chorladungen kämen jetzt erst im Winter an. Oder nahezu im Winter. Am Rande forschen. Naja, das weiterentwickelte Flugzeug, die Industrie. Okay, die ist eigentlich schon wichtig, dass die mit Volldampf durchgeht. Andererseits, wir sind mit Stufe 3 schon richtig gut dabei eigentlich. Vielleicht im nächsten Zug. Und dann noch an Einheiten, die kämen jetzt auch erst im Dezember, das würde für jetzt wenig helfen. Bei Mechanisierten. Meinetwegen sonst auch noch Garnisonen, eine. Bei dem Panzerkrieg haben die Sowjets ja bald auch, dann können die Mechanisierten auch zweimal angreifen. Aber alles in allem... Naja, sieht's überschaubar aus. Was haben wir in Afrika? Da hat er jetzt die Mack vorne stehen. Können wir natürlich nicht mit unserem Panzer oder so angehen. Ja, schwierig. Wir müssten eigentlich diesen Weg hier dicht machen. Und du musst dich erstmal ein bisschen zurückziehen. Und du nimmst mal Infanteriewaffen 2. Nimm mal an, überlebt das lange genug, dass man... Wir schicken den noch davor. Lang genug, dass man den im nächsten Zug auch nochmal ein bisschen verstärken kann. Du kriegst auch die Infanteriewaffen. Und dann haltet hier das einfach noch ein bisschen. Wir können vielleicht ein bisschen woanders hin. Die wurden ja eben schon mal angegriffen. Ist euch leicht in Sicherheit. Genau, hier die Ölfelder haben wir, Persien. Müsst ihr auch noch gleich irgendwann folgen. Außen wurden unsere Schiffe angegriffen. Eine und wenn da unten, ja. Dann kann dieser Zerstörer da alleine auch nicht viel ausrichten. Wir haben auch nicht so viele von diesen Schiffen. Dann zum Teil... Muss man die da halt gewähren lassen. So, die Werfe ist sehr viel wichtige Sache natürlich. Wie sieht's hier aus? Und noch eine Versuch. Ach so. Das U-Boot hat das Schiff vertrieben, das den Hafen blockiert hat. Ich verstehe. Hier haben wir wirklich eine Armee vor der Nase. Also, ich würde Bordeaux gerne runterbelagern. Aber sowieso mal umgucken. Wir haben ja die falsche Mega bereit. Ich gehe mal stark davon aus, dass Paris jetzt bewacht sein wird. Wo ist der strategische Bomber? Da. Noch niederzuschießen wird echt eine Weile dauern. Warte, wir können auf die Garnison wahrscheinlich schon Schaden machen.
Taktischen Bomber hätten ja wahrscheinlich auch 1-1. Strategischen Bomber interessanterweise 0-1 und auf die dann nicht. Aber hier vorne. Ja gut, aber sonst kläre vielleicht doch erstmal ein bisschen auf. Er hat ja am besten mit. Ja, Kontakt in Paris bestätigt, aber Orléans ist frei. Soweit man das sagen kann. Der Ort da unten auch. Ihre Versorgung abzuschneiden wird insgesamt eher schwierig. Wir haben selbst hier ja noch genügend eigene Versorgungs- und sonstige Probleme. Und auch wenn sie das jetzt alles entgegenwerfen, ist es ein bisschen fraglich, ob man wirklich noch Bordeaux angreifen kann. Gegnerische Bomber, da müsste auch ein bisschen nach Süden. Das sind drei Felder. Da reichen im nächsten Zug. Aber vielleicht braucht man diese Einheiten hier doch eher weiter oben. Wenn wir hier drin landen, dann schneidet man nicht sonderlich viel ab. Aber wenn wir hier hingehen und da landen, sind die zwar abgeschnitten, würden dann aber noch von hier hinten über das Akku versorgt werden. Hinter das Akku irgendwo ran kommen wir auch nicht so richtig. So, hier vor die Spezialeinheiten hat man auch genügend verlegt, wie es ausschaut. Alles kompliziert. Die Frage aufwirft, ob man jetzt wirklich da reinspringen soll. Die Einheiten würden doch gekesselt werden. Und ja, es sind weiter nicht so übermäßig viele, was wir hier haben. Und irgendwie doch. Na, vielleicht greifen wir dann einfach noch eine Garnison hier irgendwo an. Da gerade ein Jäger mit Stärke 5 zerlegt. Selbst wenn er nicht kommandiert war, das ist dann schon ein bisschen heftig. Weil wenn wir mit den Briten schon an Garnisonen hängen bleiben, dann läuft das hier nicht so ganz wie geplant. Natürlich Flieger rüberbringen, dass die hier dann auch mal kommandiert werden, aber nebenbei noch so ein U-Boot aufdecken. Das mag ich jetzt gar nicht angreifen. Ich riskiere es mal. Okay. Schon mal besser aus. Achso, warte, der war schon dran. Du erst noch. Geht ja natürlich nicht ganz im Hafen drin. So stark kann das Ding jetzt auch nicht mehr sein. Das zerstöre hier unter anderem auch nicht. 2 Punkte waren es noch, aber ganz viel vernünftiges Flotten- oder gebaubares Flottenmaterial ist auch nicht mehr da. Tja,
Was macht man mit dieser Invasion? Lassen wir erstmal Bordeaux Bordeaux sein. Und sammeln uns vielleicht hier ein bisschen. Insgesamt lieber da, wo wir noch Versorgung und möglichst brauchbare Kampfpferde haben und nutzen die Zwischenzeit, den Leuten endlich mal Infanteriewaffen zu geben. Beziehungsweise auf Infanterie 2 hochzuziehen. So, die Garnison könnte hier erstmal so ein bisschen die Lücke füllen. Könnten aus Kern natürlich zurückkommen. Dann haben wir hier erstmal eine Linie. Ich habe Angst, dass sie sonst gleich eingekesselt werden. Wir haben den Briten einfach nicht genügend Einheiten, als dass man sich leisten könnte, dass irgendwer einfach so gekesselt wird. Ja, was die Frage aufwirft nach den Fallschirmjägern. Wir könnten da landen, wir könnten auch hier landen. Und irgendwo großräumig die Eisenbahn abschneiden. Ich meine, diese Linie führt ins Nächste, die ist nicht wichtig. Die führt nach Paris, die führt nach Paris, die führt da oben. Hier schneidet da und da. Hält hier vorne überall die Versorgung, aber ich glaube nicht so viel. Man riskiert die falsche Mega. Okay, ich glaube vor irgendwelchen weiteren abenteuerlichen Aktionen solltet ihr auch erstmal auf jeden Fall Infanteriewaffen 2 bekommen. Vielleicht müsst ihr dann auch gar nicht springen. Ja, doch kein Absprung. Da wären zwar Orte möglich, aber ich glaube, die würden da zu schnell gekesselt werden. Wir konzentrieren uns sonst erstmal darauf, alle wieder zu verstärken und möglichst allen Infanterie 2 zu geben. Und sonst erstmal diesen Bereich zu halten. Könnt ihr spekulieren, dass die USA irgendwann kommen? Wenn die mit ihren Schiffen direkt nach Frankreich kämen, das hätte doch was. Ansonsten, liebe Briten, naja, es reicht nicht mehr, um die Industrie hochzuziehen. Auch sonst reicht es hier sonst, also. Gut, so eine Luftabwehr hätte was, die kann man noch ganz gut dazustellen immer. Bei diesen ziemlich starken deutschen Jägern, wo einfach so ein Flugzeug geht. Ja, und dann halten wir erstmal einfach diese Position. Ich meine immerhin 2 Armeen, 3 Armeen und hier und da noch ein Chor. Vielleicht auch ein HQ mehr, alles ein bisschen Material, das jetzt im Osten fehlt. Und deren Position sieht schon überschaubar aus. Bin ich ganz froh, wenn die wenigstens etwas langsamer sind. Kommen wir zu den USA. Ihr müsst einfach mal schneller alles forschen. Ja, Seekrieg dann wahrscheinlich auch, wenn hier noch viele deutsche Schiffe rumkurven. Dann wird ihr Flugzeug wäre zwar wichtiger, aber dafür reichen die Punkte nicht. Gut. Ja, dann lassen wir das mal so stehen und hoffen das Beste. Sagen, wir können den Zug beenden. Ah ja, Persien gibt es ja noch, dann 9 Zerstörer. Luftkrieg, immerhin. So, jetzt Panzerkrieg, ja, den kann man langfristig brauchen. Sonst leider nichts. Die Konvois in die Sowjetunion werden weiter stark angegriffen, aber ich würde sie sonst vielleicht trotzdem bis zum Winter aufrechterhalten.
Ja, und die geben immerhin, die USA müssen diese Panzer nicht mehr bezahlen, dann haben die etwas mehr Punkte. Naja, und an dieser Stelle dann erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis denn.